Hallo und herzlich willkommen, lieber Löwe. Ich bin Tamara und ich mache heute eine intuitive Tarotkartenlegung für den Monat November. Ja, und ich möchte schauen, wer auf dich zukommt, wie die Energie ist dieser Person, auch wie deine Energie ist, was das Thema ist zwischen euch beiden. Und am Schluss werde ich die geistige Welt auch um einen Ratschlag bitten. Ja, lieber Löwe, ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei allen Videos erwähnen soll, aber ich mache erst jetzt diese Novemberlegungen, weil vor 10 Tagen ist meine kleine Katze, meine kleine Löwin überfahren worden. Und es war so ein schmerzhafter Moment für mich und ich habe so lange getrauert und darum hat sich alles ein bisschen verzögert. Und ja, jetzt geht es mir besser. Sichtlich besser. Und darum kommen erst jetzt die Legungen. Genau. Ja, ich möchte auch ein bisschen, manchmal ein bisschen auch so sagen, was bei mir so los ist, oder warum es bei mir auch zu Verzögerungen kommt. Genau. Ja, wer eine Katze hat oder allgemein ein Haustier hat, weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn ein Tier stirbt. Es ist wirklich sehr schmerzhaft. Ja, lieber Löwe, das war meine kleine Löwin. mein kleines Schmuse-Schatzilein. Genau. Ja, schauen wir mal, wir haben hier der Page der Kelche. Schauen wir mal, was kommt auf den Löwen zu im Monat November, wer und was. Okay. 9 der Schwerter. Ja, 9 der Schwerter, eine Person, die vielleicht schlaflose Nächte hat, die Ängste, Sorgen, Kummer hat. Ja, eine Person, die vielleicht auch Gewissensbisse haben könnte. Ja, wir reden ja hier für eine romantische Beziehung, so quasi eine Liebesbeziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Und es könnte sein, dass diese Person vielleicht irgendetwas Falsches gemacht hat, vielleicht jetzt das bereuen könnte, ja. Die Mäßigkeit an der Unterseite des Decks, also vielleicht ist hier eine Freundschaft in die Brüche gegangen, vielleicht ist hier etwas durch einen gewissen Umstand ins Stocken gekommen, etwas ist, irgendetwas ist passiert. Schauen wir weiter, was haben wir noch für diese Person? Okay, wir haben hier die 2 der Kelche, also dass diese Person Liebe spürt und verliebt ist und die Verbindung mit dir möchte auf Augenhöhe, das sehen wir hier. Ja, 2 der Kelche, wirklich eine wunderschöne Energie von Zusammensein und miteinander verschmelzen. Schauen wir, was haben wir hier an der Unterseite des Decks? Wir haben den Mond. Der Mond deutet darauf hin, dass es nicht ausgesprochen ist, ja, dass diese Person sehr wahrscheinlich bis jetzt nicht viel darüber gesprochen hat, wie die Gefühle sind. Also mich nimmt's Wunder, ob ich hier noch irgendwann mal den König der Kelche dann noch habe, weil der Mond deutet schon auf so eine Energie von, ja, diese Dinge nicht aussprechen, ja, das ist alles hier im ist versunken, ja, die Wahrheit ist versunken und ist nicht ausgesprochen. Ich werde natürlich die Karten nachher mit einem anderen Deck noch einzeln abklären, um mehr und mehr zu vertiefen, um zu schauen, wie die wirklich immer mehr und mehr, wie die Dynamik ist zwischen euch zwei. Du könntest es mit einem Wasserzeichen zu tun haben übrigens. Was haben wir noch hier? Für diese Person, bitte. Es sind ein bisschen viele Karten, aber ich nehme sie, ich lege sie nachher wieder zurück. Was schauen wir mal? Wir haben hier mal die Königin der Kelche und die 5 Kelche. Also schon mal eine Person, ich denke wirklich, es könnte sich um Fisch, Skorpion oder Krebs handeln. Ein Wasserzeichen. Eine Person, die
sehr gefühlsvoll ist, ja, und ehrlich ist von den Gefühlen. Die Geschlechter übrigens sind neutral. Es könnte auch ein Mann sein, also der König, also Königin der Kelche könnte auch für einen Mann sprechen. Es geht hier eigentlich nur um die Energie. Die Energie ist von der Königin der Kelche eine Person, die sehr ehrlich ist, ja, ehrliche Gefühle hat. Und ja, diese Person vermisst dich wirklich. Schauen wir ein bisschen weiter, was bei dir so los ist, lieber Löwe. Aber hier habe ich noch Karten, die ich dann wieder zurücklege, weil es zu viele sind. Schauen wir. Wir haben hier die 8 Münzen, die 10 Münzen und die 9 Münzen. Also schon irgendwie an der Fülle arbeiten wollen. Also die Intention dieser Person ist schon an einer Stabilität arbeiten, ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, lieber Löwe, was ich jetzt bei dir habe. Was haben wir für den Löwen? Für den Monat November. Für den Löwen. Ha, die 10 Münzen. Okay, die 10 Münzen. Also auch du strebst hier. Wir haben hier die Gerechtigkeit an der Unterseite. Du strebst schon eine gewisse Stabilität an, aber mit der Gerechtigkeit sehen wir hier schon eine Trennung. Ich denke, dass für dich doch trotz allem, also sei wie es sei, ist für dich eine Fülle auf dieser Beziehungsebene enorm wichtig. Und hier mit der Gerechtigkeit haben wir eigentlich eine Karte, wo es um eine Scheidung geht, um eine Trennung. Und ja, ich muss weiterschauen. Ich muss weitere Karten haben. Gerne eine weitere Karte für den Löwen. Für November. Fünfter Schwerter. Vielleicht hast du Schuldgefühle, vielleicht hast du das Gefühl, du bist handlungsunfähig irgendwie. Also das heißt, irgendetwas macht dich fast ohnmächtig, ja. Es ist natürlich wichtig auch, dass du die Videos zu deinem Mond und Venus und Aszendentzeichen anschaust, um ein Gesamtbild der Situation zu erhalten. Ich denke, das ist wirklich nur ein Teil deiner aktuellen Situation. Fünfter Schwerter deutet schon darauf hin, hey, mich macht die Situation ohnmächtig mittlerweile, ja? Irgendetwas. Schauen wir ein bisschen weiter, weil ich noch nicht jetzt klar, ich muss natürlich schauen, ob das ein Ex-Partner ist. Also ob ihr schon in einer Beziehung wart und diese Person eigentlich das Ende der Beziehung nicht verkraftet, ja, so kommt mir das irgendwie vor und schon die Verbindung wieder anstreben möchte mit dir. Ja, ich habe das Gefühl, dass mit diesen 2 der Kelchen doch schon irgendwie eine Verbindung zwischen euch da war, ja, und bei dir jetzt die 10 der Münzen deutet für mich schon eher darauf hin, ja, der Hierophant. Ich habe das Gefühl, dass ihr hier schon irgendwie in einer Trennungsphase seid. Ich habe das Gefühl, dass hier, dass es schwer fällt, beiden Partien fällt es hier enorm schwer. Was haben wir noch für den Löwen? Ja, es deutet schon auf das hin, dass du sagst, ich gehe, ich mag nicht. Ich habe hier die 8 Kelche, ja, deutet schon auf ein Verlassen hin einer Situation. Und ja, der Hierophant nochmals, also das Verlassen einer Situation und klar einfach diese Entscheidung, ja, diese Entscheidung, ich gehe, ich weiß nicht, wo es hingeht, ich weiß nicht, wo ich ankommen werde, aber irgendwie da, wo ich vorhin war, es überzeugt mich nicht mehr, da fühle ich mich nicht mehr glücklich. Ja, so kommt es mir vor auf deiner Seite. Aber ich kläre jetzt ab mit einem anderen Deck und vertiefen wir ein bisschen. Schauen wir ein bisschen weiter rein. Gerne eine Karte, 10 der Münzen. Ist wirklich eine familiäre Situation hier. Es muss natürlich nicht für alle sprechen, ja. Nicht alle sind verheiratet, aber vielleicht eine längere Beziehung, ja. Der Mond
Der Mond deutet auf Unausgesprochenes hin, ja, auf etwas, was man vielleicht hätte zu einem richtigen Zeitpunkt auch sagen sollen, ja, Gefühle, die vielleicht nicht gesagt wurden. Ich weiß es nicht. So kommt es mir irgendwie vor. Ist ein bisschen eine empfindliche Situation hier. Was haben wir für die neuen Schwerter? Die Sonne, okay, die Sonne. Es ist irgendwie so auf koste, was es koste, einfach einen Neubeginn auch initiieren zu wollen. Ja, die Sonne spricht von eigentlich höchstes Glück. Und hier haben wir die Königin der Stäbe an der Unterseite des Decks. Also ist schon natürlich, es kann auch sein, dass du es hier mit einer auch feurigen Person zu tun hast. Aber das, das, was mir wirklich so jetzt eigentlich mehr so intuitiv kommt, ist die Sonne und die Königin der Stäbe, dass es wirklich eher so für dich spricht, ja, dass diese Person weiß, was du für eine Energie hast, lieber Löwe, ja, weil du bist ja ein Feuerzeichen. Und ob Mann oder Frau, die Geschlechter sind neutral, aber diese Person weiß ganz genau um deinen Wert, ja, weiß ganz genau, was du für eine tolle Person bist. Wir haben hier die Sonne, spricht ja für eine wunderschöne Persönlichkeit, ja, die Sonne und die Königin der Stäbe. Das ist wirklich eine tolle Person, eine Person, die einen bereichert, ja, und klar, du hast diese Person bereichert, und etwas ist hier kaputt gegangen, ja, ich weiß nicht, wir schauen hier ein bisschen weiter, vielleicht finde ich es heraus, was haben wir hier für die zwei Kelche. Ah, der Wagen. Also es kommt mir schon vor, hier haben wir die vier Schwerter, also wir haben hier schon eine Heilungskarte. Ich denke, diese Person war bis jetzt sehr stark in einem Rückzug. Ja, wir haben ja den Mond vorhin gesehen, deutet auch auf Unausgesprochenes hin. Und diese Person möchte vielleicht dich auch besuchen kommen, ja, vielleicht möchte diese Person eine Handlung machen. Ich merke, dass Kommunikation bis jetzt merke ich hier nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihr kommuniziert. Darum auch bei dir die fünf Schwerter. Schauen wir, was haben wir für die Königin der Kelche? Also du bist wirklich im Mittelpunkt dieser Person. Wir haben hier den Page der Münzen. Neustart, ein neuer kreativer Neustart. Wir haben hier wirklich Königin der Stäbe. Deutet für mich schon darauf hin, dass diese Person dich nicht vergessen kann. Diese Person denkt an dich. Diese Person wünscht sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise dir wieder näher zu kommen. Was haben wir für die fünfte Kelche? Die Welt. Also ich habe das Gefühl, dass mit der Welt und dem Wagen hier irgendeine Distanz da ist zwischen euch. Ich habe das Gefühl, dass eine Distanz da ist. Vielleicht wohnt ihr im Moment in zwei verschiedenen Ländern. Solche Sachen können auch sein. Aber wirklich, diese Person wird eine Vorwärtsbewegung machen. Ja, die Welt ist schon eine Art auch Kommunikationskarte, wo es darum geht, irgendwie Kontakt aufzunehmen, aber sicher nicht gleich um die Ecke jetzt im nächsten Café, sondern hier geht es wirklich um eine Begegnung, also eine Reise, aber zuerst einmal Kommunikation,
übers Internet natürlich. Und ja, es ist ein bisschen so eine schicksalshafte Situation hier gerade bei deinem Gegenüber. Ob Mann oder Frau, ja, so kommt mir das auf jeden Fall vor. So schicksalshaft, weil das sind ja große Arkanas, Welt der Wagen, und das deutet schon darauf hin, dass hier auch das gute Karma jetzt so quasi jetzt am Laufen ist bei dieser Person, weil ich denke, dass diese Person sich bewusst wird, wo der Haken ist, ja, wo der Haken war hier in dieser Situation, warum es vielleicht zu einem Stillstand kam in der Vergangenheit oder vielleicht etwas nicht vorwärts gegangen ist. Und diese Person möchte klar, dass es weitergeht zwischen euch. Ja, wir haben der Wagen, wir haben die Welt, das Vermissen, fünf Kelche. Also diese Person möchte, dass es wieder vorwärts geht zwischen euch zwei. Dass ein Neustart, dass man es wieder miteinander versucht, dass man wieder miteinander warm wird, ja. Weil hier habe ich eine Karte, die neuen Schwerter, die auch ein bisschen diese Kälte, diese Stille, diese Einsamkeit auch zeigt. Und diese Person fühlt sich einsam. Und hier geht es darum, Wärme reinzubringen in diese Angelegenheit. Bei dir ist auch viel Kälte da. Ja, wir haben hier die fünf der Stäbe an der Unterseite des Decks. Es gab hier einen Streit, einen Konflikt. Und schauen wir weiter. Was haben wir für die 10 Münzen? Ja, okay, drei Stäbe, du bist schon irgendwie unterwegs. Wir haben hier der Ritter der Schwerter. Ja, ich habe das Gefühl, dass du hier irgendwie nicht so begeistert bist. Ich habe das Gefühl bis jetzt, dass du nicht gerade in bester Stimmung bist irgendwie. Dass du sagst, hey, ich habe die Nase voll. Also der Ritter der Schwerter bringt dir nicht gerade die schönste Nachricht, und ich habe das Gefühl, dass du hier, ja, kommunizierst, ja, du kommunizierst schon, aber irgendwie verteidigst du auch deinen Frieden, ja. Mit diesen 10 Münzen sehe ich bei dir aber auch so dieser, dass es dir gut geht, dir ist es wohl im Moment und so weiter, und irgendwie verteidigst du irgendwie dein Wohlgefühl. Es ist wie wenn du eigentlich sagst, okay, ist alles okay, ja, aber ich brauche einfach meinen Frieden. So wie es einmal war, ist es nicht mehr stimmig für mich. Wir haben die drei Stäbe hier, deutet auch darauf hin, dass du sehr zukunftsorientiert bist. Das sieht man sowieso hier. Ja, und dass du dir sagst, ich plane also neue Lebensumstände, ein neues Leben irgendwie. Was haben wir hier für die fünf Schwerter? Die neun Kelche an der Unterseite des Decks, und hier haben wir die 8 Kelche. 8 Kelche haben wir hier doppelt. 8 Kelche doppelt. Hä? Ja, natürlich. Du möchtest dein Glück suchen. Du hast einen Wunsch. Das haben wir hier vorhin bei den drei Stäben gesehen, dass du einen Wunsch hast. Ein Wunsch, dass etwas, was dich glücklich machst, möchtest du suchen, ja, mit den 8 der Kelche bist du tatsächlich unterwegs, dein Glück zu suchen, ja. Wir haben jetzt zweimal die 8 der Kelche. Das ist schon eine Bestätigung, und du schaust nicht zurück irgendwie.
Ja, ich kann hier nicht eine schönere Nachricht bringen. Ich sage das halt, was die Karten sagen. Das ist natürlich logisch. Aber wir schauen mir ein bisschen weiter. Was haben wir für die 8 Kelche hier? Ich finde es immer so traurig, wenn zwei Menschen irgendwie auseinandergehen, die es eigentlich einmal schön hatten miteinander. Das ist so komisch irgendwie. Ja, es ist komisch und es ist auch traurig. Irgendwie kommt man miteinander aus, irgendwie hat man Zeit miteinander verbracht, schöne Momente miteinander gehabt und doch geht man auseinander. Es ist sehr traurig. Ja, es ist hier, wir haben die Liebenden und hier haben wir der Ritter der Kelche. Sieht so aus, wie wenn hier mit den Liebenden, dass du dich irgendwie schon entschieden hast. Ich habe das Gefühl, dass du dich auch verliebt fühlst. Mit dem Ritter der Kelche spüre ich Liebe. Also Ritter der Kelche ist eine Person, die verliebt ist. Und sowieso schaut dieser Ritter hier in die andere Richtung. Und ich habe das Gefühl, du hast hier eine Entscheidung getroffen, auch für dich, auch also insgeheim eigentlich die Entscheidung, die dich glücklich macht schlussendlich. Wir hatten ja vorhin die 9 der Kelche. Also du wirst die Entscheidung treffen, die dich glücklich macht. Und das, was dich glücklich macht, ist deinen Weg zu gehen, deine, ja, irgendwie die Liebe deines Lebens zu suchen oder mit dieser Person zusammen zu sein, mit der neuen Person. Weil, ja, aber die Liebenden deutet schon darauf hin, dass eine dritte außenstehende Person im Spiel ist hier. Und diese Person ist ganz klar in deinem Umfeld und du bist verliebt. Ja, es ist leider so. Ist leider so. Ist manchmal ja, traurig, aber was will man machen? Klar ist es schön, die Voraussetzungen sind natürlich schön, aber etwas ist natürlich geschehen, weil mit diesen 9 Schwertern etwas ist geschehen hier. Natürlich, ich denke, mit diesen 8 der Kelche, die wir hier doppelt haben, haben wir auch auf deiner Seite einen Schmerz. Klar, wir haben hier einen Schmerz. Etwas ist in die Brüche gegangen, das sieht man einfach. Und ja, klare Schuldzuweisung kann man hier eigentlich niemandem geben, weil ihr habt einfach miteinander gestritten. Wir hatten vorhin die 5 Stäbe. Das deutet einfach auf Auseinandersetzung hin, auf Konflikte und so weiter. Und ich glaube, das möchtest du irgendwie nicht mehr. Auf jeden Fall hier wirst du die Entscheidung treffen. Jetzt im Monat November wirst du wirklich auch gehen und deinen Weg gehen, schlussendlich deinen Weg. Wenn noch niemand Neues in deinem Leben ist, wirst du so oder so dich für deinen Weg entscheiden, für dein neues Glück. Gerne noch einen Ratschlag für den Löwen, für diese Situation. Ja, ich finde natürlich, es ist schade, es sind natürlich sehr schöne Energien, die diese Person hat, ja. Schauen wir mal, was der Ratschlag ist. Oh, Königin der Stäbe haben wir hier an der Unterseite des Decks. Dann haben wir hier die 10 Kelche und hier haben wir die Sonne. Oh, meine Güte, ist schon intensive Energie, sehr intensive Energie. Was sich hier noch zeigt, ich muss es dir zeigen, hier ist das Ass der Schwerter. Dann habe ich hier vorerst mal noch der Stern und hier habe ich die Königin der Stäbe. Also das Universum spaßt nicht mit Liebesglück, mit Energien. Und klar weist dieser Ratschlag darauf hin, dass ja die Entscheidung ist tatsächlich für dein Glück. Ja, wir haben hier die 10 Kelche.
und die Sonne. Und das ist natürlich schon eine sehr intensive Energie. Deutet schon darauf hin, dass du dich führen lassen solltest von der Wahrheit, von deiner Intuition, von deinen Impulsen. Lasse dich führen. Fühle dich in deiner Kraft und du musst dich nicht schuldig fühlen für das Glück, was dich erwartet, das Glück, was du eigentlich möchtest, weil das, was du möchtest, das, was dir klar ist, was das Beste ist für dich, was deine Vision, deine Hoffnung ist, ist klar eigentlich die Fülle auf jeder Ebene. Die Fülle, die wir hier haben, von diesen 10 Kelchen und die Sonne, also das ist wirklich ein Neubeginn. Also das ist wirklich so, man merkt einfach, dass diese Karten schmelzen dahin hier und einfach dich nicht schuldig fühlen, denn das ist nicht selbstverständlich, Gefühle, eine neue Leidenschaft zu finden, eine neue Leidenschaft zu leben. Das ist nicht selbstverständlich und das Universum hat uns auch diese Gefühle zur Verfügung gestellt, damit wir sie auch erleben dürfen. Also wenn wir als Mensch fähig sind, diese zu genießen, dann sollten wir diese auch in unser Leben haben, ja, und klar, bist du hier mit dieser Situation, die du einst hattest mit dieser Person, bist du nicht mehr glücklich, ja, das hat dich bis jetzt nicht mehr, du bist sehr wahrscheinlich seit längerem einfach nicht mehr glücklich und bist vielleicht auch nicht in einer sehr schönen Kommunikation mit deinem Gegenüber, ja, vielleicht, wenn es zu einer Kommunikation kommt, dann ist sicherlich nicht gerade die schönste Kommunikation. Und es wird vielleicht nochmals schwierig werden für dich. Ja, du wirst wahrscheinlich dich nochmals verteidigen müssen irgendwie oder für deine Rechte einstehen. Klar, wir haben hier eine Person, die sicher ehrlich ist von den Gefühlen. Ja, das sehen wir hier, dass diese Person dich liebt und wirklich dich auch vermisst, ja, ist klar, es ist nicht einfach, es ist für niemanden einfach, das Leben ist für niemand einfach, aber wenn es nicht matcht, dann matcht es nicht, ja, es ist leider so. Auf jeden Fall wirst du von dieser Person nochmal hören. Du siehst es ja, diese Person wird etwas nochmals in Bewegung bringen, wird versuchen, dich irgendwie zu erreichen auf irgendeine Art und Weise, vielleicht auch mit gewisser Überzeugung, ja, ich meine mit gewisse Ungeduld, könnte ich auch sagen. Ich denke auch Ungeduld, ja, gewisse Ungeduld. Klar, hier fehlt mir, also mir fehlt hier ein bisschen die Einsicht dieser Person, die Einsicht, das fehlt mir hier noch, ja, aber ich denke, das Universum ist ja mit allen eigentlich sehr großzügig und das Universum gibt halt dieser Person diesen Impuls, nochmals irgendwie in dein Leben zu kommen oder es nochmals bei dir zu versuchen. Weil jeder ist ja frei zu entscheiden. Ich meine, schlussendlich haben wir hier die 10 Kelche und die Sonne. Also das deutet schon darauf hin, dass es wichtig ist, dass du die Entscheidung triffst aus dem Herzen heraus. Ja, das ist der Ratschlag. Ja, aus dem Inneren deiner Gefühle. Ja, triff die Entscheidung. Für die einen Löwen wird es so sein, dass sie sagen, hey, es ist genau das, was ich eigentlich vorhin gehabt habe und das möchte ich wieder. Ja, ich möchte diese gemütliche Zweisamkeit mit meiner Ex-Partnerin, mit meinem Ex-Partner und so weiter. Ja, ich brauche das und ich möchte einen Neubeginn, ja, diese Sonne. Ich möchte nochmals Wärme reinbringen in die Situation. Dann okay, ist es so, dann ist es super so. Und für andere Löwen wird es wahrscheinlich in einen neuen Lebensabschnitt gehen, ja, wo wirklich die Sonne scheint, ja, wo wirklich Wärme da ist. Und da ist auch der Ratschlag, einfach auf dein Herz hören, diese Entscheidung aus dem Herzen treffen, weil schlussendlich hängt nachher alles davon ab. Es vergehen Jahre und es ist enorm wichtig, ja, das höhere Glück anzustreben. Genau. Ja, und siehst du hier auf dieser Karte, da so hat meine
mein Büsi ausgesehen, ja, so hat sie ausgesehen, wirklich getigert und so weiß und so und war auch immer so gemütlich, so am Fußen. Genau, das war wirklich meine Schmusedame. Ja, fühle in deine Gefühle und ach, höre auf sie und fühle dich nicht schuldig. Fühle dich nicht schuldig, hab keine Schuldgefühle. So oder so bist du verantwortlich für dein Glück schlussendlich. Ja, lieber Löwe, ich hoffe, ich konnte dich hier ein wenig inspirieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Monat November. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Also, tschüss, mach's gut.